Eindelijk. Ja, ja, nou ja. Heb je alles? Oude veren. Ik heb het hier ook. Mooi. Helemaal klaar voor maar de race. Waar gaan we eigenlijk heen? Want dat heb ik helemaal niet zo mee. Ergens Zuid-Duitsland daar. Ja, we vliegen naar München. En dan gaan we naar Pfarrkirchen. Het is maar, wat is het, een paar uur vliegen en zo en rijden. En dan vind je hier de hertog van Gelre, of tenminste de nazaten daarvan. Dat is ongelooflijk. Ik wil hakken. Ik ben echt blij met onze cadeautjes van Sinterklaas. Ja, ik vind dat Sint het wel een beetje moeilijk heeft gemaakt. Maar wel een mooi plaatje, hè? Ja, dit is Gelre op zijn grootste. Maar kijk, het overkwartier, Duitsland erbij. Dat waren eenmaal, hè? Het was zo'n mooi verhaal dat van het hertogdom Gelre, onze middeleeuwse geschiedenis, maar alleen maar in het Duits verschenen en niet in het Nederlands vertaald. Dat is ook wat. Ja. Verwacht jij iemand? Ik niet. Jij eens kijken wie er is. Moet ik weer zitten kijken? Boek. Ja. Moet wel uit. Ja, ben wel weg. Wie was dat? Ja, een brief. Aan de ridders van Gelre. Dat zijn wij. Ik ben heel benieuwd. Zo laat nog op de dag, joh. Waarde ridders, met veel plezier kijk ik iedere week naar jullie programma op Omroep Gelderland. Goed dat jullie de verhalen over het oude hertogdom Gelre levend houden. Maar wisten jullie dat er nog altijd nazaten van de hertogen Gelre uit het geslacht Gelre-Egmond in leven zijn? Met ridderlijke groet en medestrijder voor de Gelderse geschiedenis. Dat zou betekenen dat de vorsten waarmee Gelderland is ontstaan er nog altijd zijn, in ieder geval de nazaten. Dat betekent nogal wat. Dat betekent dat de vorsten waar Gelderland mee begonnen is en die op het kasteel in Gelderen woonden waar dit flesje zand vandaan komt, nog altijd in leven zijn. Of in ieder geval de nazaten. Tja, waarmee alles is begonnen. Met steentjes erbij, want je weet het nooit. Misschien zijn het toch wel kleine stukjes van het stamslot van de graven van Gelre. Ik bewaar het goed, ja. Want dit is heilige grond. De grond waar Gelderland is begonnen. En die graven en hertogen van Gelre, die hebben ervoor gezorgd dat onze provincie eruit ziet zoals die er nu uitziet. Die hebben alles beetje bij, stukje bij beetje bij elkaar geroofd, veroverd, gekregen, getrouwd, ja. Gesprokkeld. Ja. Op het moment dat de graven van Gelre bij ons in beeld komen, uit documenten, hebben ze dit gebied en de Veluwe eigenlijk al in een hele vroege fase in bezit. Dus die komen al heel snel bij, dan schuiven we het weer bij elkaar. Ja, wel, ja, dat, ja, laten we dat doen. Ja. Hé, maar het geslacht Gelre-Egmond. Ja, Gelre-Egmond. Onze hertog Karel heette van Egmond, dat was zijn familienaam. Maar die had toch geen kinderen? Die had geen kinderen, maar die heeft wel een prachtig praalgraf in de Eusebiuskerk. Ja. En toen hij in 1538 overleed, toen had hij bij het testament besloten dat hij begraven moest worden op Monnikenhuizen. Bij het klooster. Ja. Dat hoorden de Arnhemmers. Dat kan onmogelijk. Want onze vorst moet een koninklijke begrafenis krijgen. Maar ik lees hier dat hij wel een halfbroer had. Reiner von Gelderen. En die had wel kinderen. En hij leefde op het kasteel van Arsen. Het overkwartier. Terug in ons oude Gelderse overkwartier. Hier in Arsen woonde Reiner van Gelre. Hij was een halfbroer van onze eigen hertog Karel. Reiner was een bastaard, maar had een goede band met zijn halfbroer. Hij bestuurde zelfs het overkwartier namens hertog Karel. En dat deed Reiner vanuit dit kasteel in Arsen, in de buurt van Venlo. Wat mooi dat overal in Arsen de wapens van Gelre nog te zien zijn.
Dag Herman. Hey, hoi. Ik voel me helemaal thuis, nu al. Leuk. Wat mooi, het wapen van Gelre, hè? Ja, prachtig. Meteen al boven de poort. Ja. En dit is Gelre, Arsen. Het is nu Limburg, maar... Inderdaad, we waren op Gelderen, dus we hoorden eigenlijk bij Gelderland, hè? En hier kwam dus een broer, een halfbroer van onze grote hertog Karel. Dat klopt, het was wel een bastaard, hè? Een bastaard? Ja. Maar die Reiner, was dat een belangrijke bastaard? Dat was een heel belangrijke bastaard. Hij was natuurlijk een Van Gelder, en dat is natuurlijk heel belangrijk. Maar hij trouwde hier in Arsen met Aleides, Schenk van Nijdegge. Aleides kwam uit een belangrijke familie. En toen ze in 1503 trouwden, toen hebben ze hier, op deze plek, een kasteel gebouwd. Het was zelfs zo dat bastarden wel eens belangrijk waren als bijvoorbeeld een graaf en een gravin helemaal geen kinderen hadden, eigen kinderen hadden. Ja, dat was hè, zo bij ja, hertog Karel. Juist. Dan kon het bezit wel overgaan aan een bastard. Dus om bezit veilig te stellen. Wij zijn de hertogen kwijtgeraakt, hè, maar hier zijn ze dus heel lang gebleven. Zeker 9 generaties zijn ze hier gebleven in Arsen. Weer het wapen, hè? Ja, zeker. Ja. Alleen jammer van die vlag. Nou ja, goed, dit is een Nederlandse vlag, hè? Die hoort er toch ook bij. Je kan niet alles hebben. Nee, maar dan zie je inderdaad weer het wapen van Gelder. Hè? We kunnen naar binnen? We kunnen zeker naar binnen, ja. Het is echt fascinerend dat hier de graven van Gelder nog hebben rondgelopen. Tastbaar. Ja. Ja, dat ze al lang weg waren uit Gelderland en dat ze hier nog honderden jaren in dit kasteel hebben gewoond. Klopt, het is zo tastbaar, hè? Als je hier zo kijkt. Maar de familie van Gelder woont nu niet meer op het kasteel, hier in Arsen. Die zijn vertrokken in de 18e eeuw. En dan zijn ze als nazaten, Fiede van Pallans. Ja, dat weten Gelder. We. Maar waar zijn ze? Waar zijn ze nu? Weet je niet waar ze zijn? Nee, nee dat zijn we nog niet. In Toenstein, in Beieren. Dat is ook Beieren? In Beieren, ja. Dat is een tak, die heette de Van Gelders Egmonds. En die zijn naar Duitsland vertrokken. Ik zou daar zeker eens een keer gaan aankloppen als ik jou was. Dus bloedverwanten van onze hertog Karel. Rechtstreekse bloedverwanten. Absoluut. Hier in Staverden vinden we het ultieme cadeau voor de nieuwe hertog van Gelre, witte pauwenveren. Volgens de middeleeuwse traditie droeg de hertog van Gelre deze pauwenveren uit Staverden op zijn helm. De jacht is geopend. Ja, ik moet witte pauwenveren meenemen. Ben je aan het goede adres? Hier zijn ze. Ze zitten hier al vanaf 1398. En wat is dat dan met die witte pauwenveren in de graven? De graaf die heeft Staverden stadsrechten verleend. En daar moesten ze witte pauwen voor houden. Dat was de opdracht. Stadsrechten, ja. Maar wel witte pauwen. Ja, ja, jullie krijgen stadsrechten, maar jullie zijn verplicht om witte pauwen te houden. En veren aan mij te leveren die ik op mijn helm kan doen als ik ten strijde trek. Dus als de hertogen, of eerst de graaf, en eerst later de hertog, ten strijde trokken. Trokken. Dan gingen we met witte pauwenveren uit Staveren. Uit Staveren. Eigenlijk is een pauw een tropische vogel die uit India komt. Dus had je status als je een pauw op je heerlijkheid had. Dus zeker een witte, dat was helemaal uniek. Wat een prachtige beest. Maar die veren? Die gaan pakken. Je hebt ze al van mij. Ik heb ze. Oh joh, je hebt ze al hele, als een bos bloemen hangen hier achter de deur. Ja. Die wil ik ook wel op mijn helm. Kijk. Een heel bosje verse witte pauwenveren. Ze zijn wel teer, hè? Voorzichtig behandelen. Oh joh, maar kijk, buiten zijn ze nog mooier in het licht. Ja, het licht wordt een stuk mooier. Ja. Veel helderder. Ik vind het een ongelooflijk mooi cadeau voor de hertog. Ja, ik hoop dat hij er blij mee is. Ik laat het je weten. Graag. Dank je wel. Is het eindelijk? Ja. Ja, nou ja. Heb je alles? Oude veren. Ik heb het hier ook. Mooi. Helemaal klaar voor de race. Waar gaan we eigenlijk heen? Want dat denk ik niet zo mee. Ergens Zuid-Duitsland daar. Ja, we vliegen naar München. En dan gaan we naar Pfarrkirchen. Dat ligt hier vlak bij de grens met Oostenrijk. Verder weg kan dat niet. Nee. Reisje. Laat ons maar een beetje moed in drinken nog. Op de hertog. Ik heb best nog wel een biertje gelust, maar... Goeienachtrust is ook belangrijk. Ja, grote dag morgen. Ga je nog lezen?
Ja, het Duits is een beetje weggezakt. Misschien maar gewoon een biertje gaan drinken morgen met de nazaat van de hertog. Dan komt het vast wel goed. Ik ga slapen. Ja, dat is misschien wel het beste. Blijf je aan jouw kant van het bed? Ik ben maar niet bang. Goede nacht. Vrienden. Bayern. Was een schöne Tag. Dat kan ik zo zeggen, ja. Ik heb honger. Broodje. Frühstück. Frühstück, ja. Grüß Gott. Grüß Gott. Grüß Gott. Guten Morgen. Guten Morgen. Ah. Sie ist lekkers. Ja. Bitteschön. Und das ist auch von? Von da. Von da. Gibt's nur da. Zweimal bitte. Zweimal bitte. Ja. Ja. Außerdem noch ein Wunsch? Ihr bezahlt. Ja, Pizza. Na, das ist gratis. Gute Verdienung, doch? Sie von uns als Geschenk. Ah, ah. Geschenk. Vielen Dank. Bitte schön. Schönen Tag. Schönen Tag. Bitte schön, ebenfalls. Ebenfalls, wiedersehen. 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 Nu gaan we naar de graaf, hè? Ja. Hier in het dorpje Postmünster, tussen de Beierse heuvels, woont de familie Gelden Egmond al bijna 200 jaar. Na hun vertrek uit Arsen hebben ze nog een tijdje in het Rijnland bij Keulen gewoond. In 1836 streek de familie van Gelden Egmond neer in het uiterste zuiden van Duitsland. De nazaten van Reiner van Gelre mochten zich geen hertog meer noemen, maar kregen de graventitel. Helaas is de laatste gravin van Gelderen Egmond in 2004 overleden. Maar haar zoon woont nog altijd op het oude stamslot van de familie Gelre Egmond. De wapen van Gelre. Ja, het is het precies. Die leeuwen. Ongelooflijk. Prachtig, hè? Het is gewoon echt. Het is gewoon echt. Nou, dit is een aardig optrekje voor een... Ik ben best zenuwachtig. Ik dacht vooral of ik nog überhaupt een woord Duits... Oh, überhaupt was al Duits. Spreek. Ik heb woordenboek bij de hand, dus... Oh, je stelt me echt gerust. Ah, oh, hallo, die Herren Ritter. Guten Morgen. Guten Morgen. Grüß Gott. Guten Morgen. Wir sind sehr froh. Wir haben etwas mitgenommen. Ja. Weiße Powerfeder. Ja, fabelhaft. Danke sehr. Das ist sehr schön. Staverden. Staverden. Ja. Ja. Kennen Sie die Geschichte? Nein. Nein? Nein? Ah, die Herzog von Gelderen. Ja. Hast diese Federn auf eine... Ah so, okay. Ja, ja, schau, ja. Wie schön. Ja. Ihre Vorfahren. Ja, genau. Das, ja. Das. Ja, toll. Ja, sehr schön, dass Sie sich auf den Weg gemacht haben, nach Bayern zu wir kommen. Wir sind sehr, sehr froh, ja. Ihnen ja. Kennenzulernen. Ja. Sehr schön. Sehr spezial für uns. Ja. Bitte. Ein großes Moment. Danke. Rein. Danke. Ja. Danke. Danke. Wunderbar. Was ein schönes Schloss. So, das ist eine Geldern-Enklave in Bayern hier. Und das ist gut zu hören. Die Vorfahren haben eben doch eine ganze Reihe von... Bildern und Inventar mitgebracht. Und das älteste davon ist also hier der Großvater von Herzog Karl. Ist also mein direkter Blutsverwandter. Urgroßvater. Ja. Genau, mit vielen Ur vorher. Und er war auch der Herzog von Gelre. War Herzog von Gelre, ja, ja. Genau, ja. Also auch ein ganz hübsches, dekoratives Bild. Ich habe das nie mehr gesehen. Ein Bild von Herzog Arnold von Gelre. Ja? Habe ich nie mehr gesehen. Haben Sie nicht gesehen? Nein, nein, ach so, nein. Okay. Das ist das erste Mal. Ja? Gibt es aber wahrscheinlich irgendwo in Geldernland in einem Museum, nehme ich an. Nein, oder? Nein, das nie mehr gesehen. Das Museum soll es haben. Ne? Überall das geldrische... Die geldernschen Löwen drauf, ja. Und das ist jetzt das große Esszimmer. Allerdings benutzen wir das natürlich nicht, wenn wir nur zu zweit sind, sondern wenn eben eine große Weihnachten oder festliche Gesellschaft ist mit Kindern, Enkelkindern oder eine Hochzeit oder sowas. Mit alle Vorfahren. Ja, und hier begleiten uns die ganzen geldernschen Ahnen, die auf uns runterschauen, ob wir uns alle gut benehmen. Und was ist die Älteste? Der Älteste ist hier im Billardzimmer, eins weiter. Das ist Adolf Anton, Freier von Gelder zu Arsen. Der lebte in Arsen mit seiner Familie. Wir sehen hier überall oben auf den Bildern die geldernschen Löwen, das geldernsche Wappen. Die hatten unter anderem einen Sohn, das ist hier dieser Christian August. Er war verheiratet mit einer Gräfin Nesselrode und wohnte in Arsen.
Nun, jetzt kommen wir schon allmählich in unsere Nähe. Das ist also jetzt mein Ururgroßvater Ludwig. Das ist eigentlich eine ganz bedeutende Persönlichkeit für uns, denn ihm verdanken wir, dass wir überhaupt hier sind. Denn er lebte mit seinem Bruder in Bachem im Rheinland und hatte eine Bayerin zur Frau, eine Guttenberg. Und so hat sich irgendwie der Wunsch von diesem Ehepaar entwickelt, wieder nach Bayern zu kommen. Er war dann auch der Erste, der eine Namensänderung gemacht hat. Er hat eigentlich richtigerweise erkannt, dass die Familie zwar aus Geldern kommt, aber eigentlich aus dem Hause Egmont stammt. Wie er auch die Herzöge. Wie Karl. Wie große Karl, Karl. Wie der große Karl, wie sein Vorfahr. Und seither nennt sich die Familie Geldern Egmont. Das Geldrische Waff ist überall im Schloss. Ja, im Gemälde. Überall. Auch hier sind wir jetzt in unserem großen Esszimmer. Und dieser Ururgroßvater Ludwig hat also auch viel Wert auf seine Familiengeschichte gelegt. Und so hat er zum Beispiel ein Service sich anfertigen lassen. Sind hier auch. Hier sind also überall die geldernschen Löwen wieder da mit der Grafenkrone. Und auch auf diesem Silberbesteck hier ist ebenfalls das geldernsche Wappen drauf. Ist also auch ein wichtiger Bestandteil unserer Tradition und wir verwenden das bei besonderen Gelegenheiten. Er hat natürlich ein großes Haus damals geführt und so hat Urgroßvater Ludwig damals einen Diener auch beschäftigt und er hat sich eine geldernsche Livree dafür machen lassen. Die sehen wir hier. Farben. Ja, er hat hier eine Weste mit gestreift gelb und blau, ist also wie ein Frack auch hier gefertigt, hier hinten. Ja. Hier mit diesen dicken, großen Messingknöpfen, auch mit dem geldernschen Wappen. Ongelooflijk dat er 700 kilometer buiten Gelderland nog zoveel Gelderse geschiedenis te vinden is. Wat een prachtige kunstschatten. Die kunnen zo in een Gelders museum. Dit is echt een stukje Gelderland in Bayern. So, jetzt können wir noch mal einige geldernsche Vorfahren sehen. Jetzt gehen wir in mein Büro. Da verbringe ich ja die meiste Zeit des Tages. Und hier habe ich meine Vorfahren, die hier gearbeitet haben, aufgehängt. Hier ist mein Vater, mein Großvater, mein Urgroßvater. Und das ist der berühmte Ururgroßvater Ludwig, der von der Familie Geldern als erster nach Bayern gekommen ist. Ah, ja. Hier haben wir jetzt auch schon eine erste Fotografie. Das oben waren ja alles Gemälde, aber hier hat schon die Fotografie angefangen, moderne Zeit einzuläuten. Aber da sehe ich etwas sehr Spezielles. Kein Foto, viel Alter. Ja, ein alter Stich. Ja. Ein Stich von Herzog Karl. Unser Herzog Karl. Unsere Karl. Hier ist der berühmte Herzog Karl. Der Herzog Karl war ja der Halbbruder meines direkten Vorfahren Rainer von Geldern. Also Rainer von Geldern und Herzog Karl waren ja ganz nah verwandt. Sie arbeiten hier mit Herzog Karl im Rücken. Im Rücken und dann Lamoral Geldern ebenfalls. Und wenn ich hier sitze, dann habe ich die gesamte geldernsche Verwandtschaft und Vorfahren vor mir. Hier ist eine große Ahnentafel, die ein Ururgroßonkel von mir gemalt hat. Und die beginnt links oben mit dem Enkelsohn von Rainer von Geldern und geht runter bis zu dem Großvater von diesem berühmten Ludwig Geldern, den wir gerade schon zitiert hatten. Ja, und so, wenn ich da überlege, was ich Tolles machen soll, dann kann ich immer auf die geldernschen Vorfahren schauen und hoffen, dass sie mich inspirieren in meiner Arbeit. Geldern ist überall. Geldern ist überall, so ist es. Ja, also hier haben wir die Kiste 1 von unserem Archiv. Und hier sollen drin sein die Heiratsurkunde oder eine Kopie der Heiratsurkunde unseres Vorfahren Rainer von Geldern und auch ein Brief von Herzog Karl. Also müssen wir mal schauen. Ein Brief von Herzog Karl. Und dann gehen wir 500 Jahre zurück. In Zeit. Genau. Wapenweer. Ja? Met bouwveren. Ja, geen witte, maar wel. Dit is van Arsen nog. Want dit is heel oud. Dit is echt uit de tijd van Rainer en zijn broer Karel. Is het echt 1503? Dit is echt 1503, ja. Kijk. Dat is die correspondent van Herzog Karel
met zijn broeder Reiner in Arsen. Werkelijk? Dus dit is het handschrift van Karel? Dat denk ik wel, ja. Maar dat dit is van een huwelijk, maar dit is wel van een Reiner. Met die zegels eraan, zie je dat? Ah ja, wat mooi. Hier zit het wapen van die Egmond. Ja. Maar volgens mij is het, ik zie hier, 1570. Dus het is een latere Reiner, een kleinzoon van de Reiner, de halfbroer van hertog Karel. Maar hier wel weer het Gelre. En hier staat het wel echt boven, inderdaad. Karel, het hertog van Gelre, van Gulik en graaf van Zutphen. Dat was Karel. Dat is Karel. Ja. En dit zijn gewoon de brieven. De brieven die hij schreef aan, aan Reiner. Van broer naar broer. Ja. En volgens mij staat hier ook iets van mijn getrouwe broer. Nou, het zou kunnen dat het eerste woord toch iets van lieve... Ja, lieve Mars. Nou, lieve Maag zou het kunnen zijn. Dat is wel iets van familielid. En hier staat getrouwe. Ja, daar staat echt getrouwe. Dus die Reiner en die Karel, dat waren wel... Die waren close. Die waren close, ja. Die hadden een goede band. Ik denk dat die relation zeer goed waren. Ja. Tussen die twee broeders. Je schrijft Liebe. Ja. Dat is denk ik. Ja, dat denk ik meer. Maar getrouwe. Getrouwe. Getrouwe broeder. Getrouwe, dat staat hier en hier wieder. Ah ja, oké. Also hebben ze die gleiche Anrede benutzt, wahrscheinlich in den Briefen. Ja. Und Reiner war sehr wichtig für seinen Brüder, Herzog Karel. Weil er. Er had die regering in dat überkwartier van Herzog Karel. Ja, hij had een bedeutende positie gehad. Ja, genau. Ja, en vielleicht gibt es mal jemand, der sich damit intensief beschäftigen möchte. Ja. Maar wir bleiben die ganze Weihnachtsferien. Ja, okay. Als Sie das gut finden. Ja, sehr gut. René, zal ik jou even op de. Oh ja, dat is. Wat wil je? Spruitjes, René? Ja, spruitjes, lekker. Wie heißt das auf Deutsch? Diese. Holas Brusselas. Das ist Spanisch. Auf Deutsch? Brussels Sprouts. Ja. Das ist sehr deutsch, ja. Brussels Sprouts. Rosenkohl. Rosenkohl? Ja. Also sozusagen ein Ritteressen machen wir jetzt, oder? Ja. Danke. Mit Rittern und wir sind Ritter. Ja. Aber nicht mit Händen und Füßen. Früher aß man ja eigentlich ohne Besteck. Im Mittelalter. Ja, mittelalterliche Essen, ja, die man noch nachvollziehen kann. Das war der Geld der Zeit. Ja. Soll ich ja dann eben aufschreiben? Oh, das ist aber auch. Ja, bayerisches Bier. Ja. Sehr schön, dich kennenzulernen. Ja, schön. Danke. Das ist interessant. Genau, auf Gelre. Also, zum Wohl. Ja. Gelre. Auf Gelre. Ja, Gelre. Ja, genau. Lecker. Sehr gut. Es gefühlt schön ein bisschen gleich wie zu Hause sein. Ja. Ja. Und da so viel gelrische Grund. Ja. Mit all die gelrischen Wappen. Ja. Und die Fahne. Ja, die Fahne. Die extra aufgehängt, ja. Richtig, Gellere. Ja. Und es gibt hier auch eine Kirche. Ja, es gibt eine Kirche, eine vergleichsweise große Schlosskirche, die nimmt ungefähr ein Drittel des ganzen Hauses ein, stammt aus der Barockzeit. Und nicht so kleinchen. Nee, ein Drittel von dem hele Kasteel. Kann ich reingehen? Ja, es ist offen, kann man reingehen. Bitte sehr. Danke. Oh, das ist auch barock. Ja, es ist... eine große Aufgabe auch für uns, diese Kirche in gutem Zustand zu halten. Es ist ja ein Privateigentum, also wir sind verantwortlich für den Unterhalt der Kirche und haben vor ungefähr 10 Jahren eine große Renovierung durchgeführt, wo also auch die ganzen Deckengemälde und Fresken gereinigt worden sind und jetzt in einem sehr schönen originalen Zustand sind. Und wo sitzen Sie? Früher als Kinder saßen wir immer hier oben in der Empore, aber heute im Zuge der Demokratisierung der Gesellschaft sitzen wir also auch unten. Aber ich vor in vorne. Ja, das schon. Wir gehen jetzt zu unserem Familiengrab und das ist jetzt dieser berühmte Ludwig, von dem wir schon heute oft gesprochen haben, also der Erste, der hier nach Bayern kam, ist hier begraben mit seiner Frau Wilhelmine Guttenberg. Und da oben wieder sein Wappen,
mit dem Geldernschen Löwen und der Gutenbergschen Rose. Und das letzte ist jetzt meine Mutter, die also hier begraben liegt, die 2004 gestorben ist. Und Ihre Mutter? Ja. War die letzte von Geldern Egmond? Gräfin Geldern Egmond, genau. Ja. Ihre Großvater war die letzte Graf von ja. Geldern so Egmond. Ja, ja. Und ja. Sie? Haben die verkehrte Namen. Ja, das ist einfach so, der Name bei uns vererbt sich nach dem Vater. Ja. Und deswegen hat sich das so ergeben. Aber es war in der Geschichte immer schon so, dass es Familien gegeben hat, die halt auch einfach irgendwann mal ausgestorben sind. Ja? Wo es keine männlichen Nachkommen mehr gab. Ja. Aber Sie gefühlt noch immer das gelderische Blut? Ja, ich fühle das noch sehr intensiv. Ja. Seit 1836 sind jetzt dann alle Familienangehörigen hier begraben. Und ich hoffe, dass ich da auch mal einen Platz finden werde. Ja. Und anders kommen Sie zurück nach Arnheim oder? Doch, zum Beispiel in den Dom von Arnheim wäre doch auch schön. Ja, ein schöner Sarkophag dort. Ja, neben Karl. Neben Karl, ja, neben Karl von Egmond. Das wird auch mal groß denken, nicht? Ja, genau. Ja. Aber Sie gehören zwischen Geldern Egmond. Ja. Einmal. Ja. Ja. Wir wollen Ihnen zeer, zeer danken voor die wunderbare taak. Ja, het was wunderschön. Wunderbar, unglaublich. Ik ben zeer froh. Ja. Danke. Es hat mich auch sehr gefreut. Vielen Dank für Ihren Besuch, dass Sie sich auf den weiten Weg gemacht haben vom Geldernland hierher. Es ist auch für mich eine Freude gewesen, die Familiengeschichte wieder mal so präsent sich darzustellen und auch zu beleben. Mhm. Und ist auch ein Anstoß damit, ich mich künftig noch mehr damit beschäftigen kann. Ja. Und für Sie, er ist auch ein Weg zurück. Ich hoffe sehr, ja. Sie sind immer sehr willkommen, sehr willkommen. Wir suchen einen neuen Herzog. Ja, okay, danke sehr. Diese Herausforderung werde ich mich wahrscheinlich nicht stellen können. Vor allem würde ich nicht so viele Kriege führen wie Herzog Karl. Das ist Aber denken Sie über die Zukunft? Ja, wer weiß, was die Zukunft bringt. Aber auf jeden Fall würde ich gerne mal nach Gelderland. Wir haben auch ein Schloss nicht so Arnheim. Und wir haben auch ein Geschenk für viele Leute, die haben erzählt über die gelderische Geschichte. Aber nicht wie Sie. Nein, nein. Normal bekommen die Gäste einen Ritterpreis, aber das ist nicht genug für ihnen. Darum haben Ritterpass und ich diese... Etwas Spezielles. Sehr speziell. Schau an. Für die einige Herzog. Für uns. Für unser neuer Herzog. Ja, genau. Ja, das ist jetzt ganz toll. Danke sehr. Ein Arm dadurch, denke ich. Ja, ich glaube, wir müssen das wahrscheinlich so machen. Ein schöne Schärpe und das muss da runterhängen. So. Irgendwie so. Ja, wir können das kleiner machen. Oder jetzt sind Sie ein richtiger Ritter. Von Gerlen. Na wunderbar. Und wollen Sie mit uns zurück nach Gerlen gehen? Mal für kurze Zeit. Also auf Dauer würde ich wahrscheinlich schon wieder in Bayern wollen. Ein neues Schloss und ein neues Herzogtum. Oder wir bleiben im Weihnachtsferien. Ja, das kann die nächste Woche. Ja, das ist auch gut. Danach kommen Sie mit nach Gerlen. Wir feiern Nikolaus zusammen und dann Adventszeit. Alle Festen zusammen. Ja. Vielen Dank. Und was wir sagen am Ende von der Folge? Auf Geldern. Auf Geldern. Auf Geldern. Geldern. Wunderbar. Und dann gucken wir mal in die Kamera. Ja? We kunnen aanstaande zaterdag helaas niet terecht op het mooie kasteel in Beieren voor de laatste Gelderdag van dit jaar. Maar gelukkig hebben we in Gelderland ook prachtige kastelen. Dus daarom bent u komende zaterdag tussen 10 en 1 uur van harte welkom op Kasteel Herne. De toegang is gratis en hier komt de mooie Gelderse geschiedenis tot leven. Dus tot zaterdag voor de laatste Gelderdag van dit jaar in het prachtige kasteel Herne.